Ich spiele gegen einen 2-3er. Der streamt zufällig auch. Kruto is back. 2-3. 2003. Kenne ich nicht. Sizilianisch. Nicht zu schnell spielen. Eine Idee ist natürlich Läufer D3, damit C2. Springer B8, ein komischer Zug. Soll das? Läufer A6 vielleicht machen. Mal erstmal Läufer C3, blocke die C-Linie. Habe ich schon mal gesehen. Idee Läufer B1. Läufer A6, Läufer B1 natürlich, den behalte ich den Läufer. Will mit Dame C2 erstmal ein paar Schwächen provozieren. Greifen erstmal den Läufer an, vielleicht geht er ja zurück. Und dann gehe ich nach C2, das ist die Idee. Er überlegt natürlich jetzt an Läufer C4, vermute ich. Dann habe ich aber Springer D2. Und dann damit C2 immer noch als Zwischenzug, falls B5 kommt. Es gibt natürlich B5, damit C2, G6, B3, Läufer A3, BC4, Läufer C1. Er geht zurück. Okay. Dann gehen wir auch zurück, drohen matt. Und gehen dann jetzt auf die schwarzen Felder. Eventuell hier. Das war die Idee. Eine kleine Schwächung hier hervorgerufen. Springer A5 ist sehr, sehr logisch. Ja. Machen wir Dame H6. Dame H6. Sieht sehr stark aus. H4, H5 ist eine Idee. Läufer D2 ist auch eine Idee. Mit der Idee Läufer G5. Aber H4, H5 gefällt mir erstmal. Mit der Idee Springer G5 auch. Das können wir erstmal ignorieren. Das droht hier nichts. H4 ist sehr logisch. Ich denke, er muss sowas wie Turm E8 machen. H5, Läufer F8. Ja, H5, Läufer F8, Dame F4. Zurück. Jetzt droht eventuell Springer G5 mal. Eine weitere Idee könnte sein G3 König G2 Turm H1. Muss mal gucken, wer der Vogel ist überhaupt. Roman Gavrin irgendwas. Ups. Man hört ihn. Ich darf da auf keinen Fall reingehen in den Stream, sonst höre ich ihn. Da ist jetzt noch jemand im Zoom-Call. Okay, denk über die Partie nach. Versuch dich mal zu konzentrieren und Schach zu spielen. Nicht diese technischen Sachen hier. Okay, Turm C7. Der Zug gefällt mir ganz gut. Die Idee ist natürlich hier sowas einfach. Es gibt hier verschiedene Pläne, aber ich muss da auch schnell was spielen. Das setzt ihn auch unter Druck, stellt Fragen. Er kann natürlich jederzeit hier nehmen, aber das ist natürlich eine Schwächung. Da sollte ich den Bauern problemlos wiederbekommen. Dann gehe ich einfach wieder zurück, glaube ich. Und öffnet ja auch die Diagonale hier. Das ist eine Idee, eventuell. Aber dann ziehe ich Läufer B4, glaube ich, einfach. Oh ne, Springer B2. Ist nicht so klar. Ne, Dame C8 ist Quatsch wegen Springer G4. Droht Springer F6, Läufer G7, H6, Läufer A8, Springer F6, Läufer F6, Dame F6 und Matt auf G7. Ja, er macht sofort den. Der ist logisch. Springer G4. Idee ist, wenn er nimmt, Springer F6 natürlich. Läufer F6, E-Schlicht F6 und dann droht Matt hier überall. Ist unangenehm die Stellung für ihn. Die Frage ist, drohe ich hier Schach, nehmen, nehmen.
Solange die Dame da steht, drohe ich kein Matt. Ich habe aber Läufer B4 jetzt auch, ne, wo er den Läufer weggezogen hat, mit der Idee Läufer D6 und Springer B2, Turm C7, Dame C7. Müsste wegen H6, Springer F6 gewinnen. Vielleicht muss er den machen. Nee. A5 ist gut, verhindert Läufer B4. Ich muss einen guten Abwartezug finden. Was mit A4, B3? Machen wir G3. Ich darf auch nicht zu langsam spielen. Das ist 10 plus 0. Idee ist, König G2, Turm H1 zu haben. Er kann, das Ding ist, er kann nicht nehmen. Und die Dame muss da stehen bleiben, um das Feld F6 zu decken. F5 kann er auch nicht spielen. Was macht er hier eigentlich? Der Läufer steht schlecht. Dieser Turm kann nicht nach D1 wegen Springer A3, glaube ich. Also Idee König G2, Turm H1. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie es dann weitergeht. Weil auf H schlägt G6 nimmt er mit dem F-Bauern. Dame E7 ist logisch. Er plant Turm C8, ne? Machen wir den mal. Das muss gut sein. Frech. Damit Springer A3 nicht geht. Ja, ich muss König G2 spielen, Turm A1. Ja, jetzt muss ich doch ein bisschen was tauschen hier. Ich komme nicht zu Turm A1. König G2 war wahrscheinlich ein Tempoverlust. Er greift D4 an. Scheiße, D4, ne? Ne, D4 kommt Läufer E4. Schönes Matt am Ende. Harte Partie.